Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, dass ihr ein gutes Wochenende hattet und freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir starten wie immer am Montag mit einer offenen Sendung, mit einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten und für euch kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Lena und Lena ist 17. Hallo Lena. Hallo. Hallo Lena. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Um was geht's denn? Also, ich habe seit 2 Jahren Bulimie. Mhm. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich mit meinen Eltern darüber reden soll, weil... Wer weiß das denn überhaupt? Ich und eine Freundin von mir. Also du und eine Freundin von dir? Ja, und noch mein Chorlehrer. Mein Chorlehrer? Ja. Wie kommt das, dass der das weiß? Also mit dem habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Und wir waren auf Chorfahrt und dann hat er das halt alles mitgekriegt, dass ich halt das Essen wieder ausgebrochen habe. Wie hat er das denn mitbekommen? Hat er dich erwischt also, dabei? Ich hatte mit meiner damaligen Freundin halt zusammen mein Zimmer und die ist dann halt zu dem gelaufen und den hat dem das gesagt. Ja. Dann hat er mit mir darüber geredet und dann... Ach so. Und war das für dich unangenehm und peinlich, dass er das dann wusste? Auf eine Art wohl, weil meine Eltern eigentlich eher davon wissen sollten als er. Mhm. Was hat er denn gesagt, als er das erfahren hat? Er hat mich befragt, welche Gründe das hat. Mhm. Und dann habe ich dem die Gründe halt erzählt und dann... Konnte der mich ein bisschen verstehen, aber auch wiederum nicht, weil ich ja meinen Körper damit wieder kaputt mache. Ja, du weißt die Gründe, warum du bulimisch erkrankt bist? Ja. Ja? Mhm. Was für Gründe sind das? Also vor 4 Jahren wurde ich halt vergewaltigt. Mhm. Mhm. Und dann habe ich meinen Körper nicht mehr gemocht. Ja, verstehe. Dann hatte ich Magersucht und bin halt richtig abgerutscht. Bin von der Hauptschule auf die Sonderschule gekommen. Ja. Dann gar nichts mehr gegessen, wurde dann auch durch die Magensonde ernährt und war halt dann fast im Sterben, lag ich halt so zu sagen. Mhm. Mit 28 Kilo im Krankenhaus. Mit 28 Kilo? Ja, und jetzt... Wie groß bist du? Ich bin 1,70. Mit 28 Kilo? Ja. Wurde dann halt durch Magensonde erst ernährt, aber die habe ich mir dann immer wieder rausgezogen. Ja. Und dann wurde ich durch die Nase ernährt. Ja. Und durch die Nase rausziehen tut Schweineweh und dann habe ich sie einfach drin gelassen. Ja. Dann bin ich im Krankenhaus geblieben, bis ich ungefähr 42 Kilo gewogen habe. Mhm. Habe dann einen Ballon über meinen Magen bekommen, damit man halt nicht mehr brechen kann und dass das Essen drin bleibt. Mhm. Damit ich das auch nicht irgendwie mit Abführmitteln abfüllen kann. Lass mich mal da unterbrechen. Mhm. Spätestens an der Stelle mussten doch deine Eltern schon irgendwie was gewittert haben. Da wussten die alles. Also von meiner Magersucht wussten meine Eltern alles, weil ich war ja auch über ein halbes Jahr im Krankenhaus. Ja, aber sie wissen jetzt nichts aktuell von der Bulimie, die du jetzt seit 2 Jahren hast. Nein, davon wissen die nichts, weil ich wiege jetzt im Moment 58 Kilo. Ja. Und das sind 30 Kilo mehr. Dann das freuen schon. Die sich einfach über jedes Gramm, was man zunimmt. Und die glauben, dass du so ganz fit wieder bist und alles in Ordnung ist. Mhm. Und das ist jetzt mein Problem. Ich weiß nicht, wie ich zu denen gehen soll. Verstehe, mit denen darüber reden soll, weil die fallen ja genau wieder in so ein Loch rein. Die freuen sich gerade, wieder gut geht, obwohl es mir gar nicht gut geht. Lena, mir hat es ein bisschen die Sprache verschlagen, weil ich gerade so mir gedacht habe, was du, mein Gott, was hast du alles schon mitgemacht mit deinen 17 Jahren? Ja. Diese Vergewaltigung, da warst du wie alt, 14?
Oder noch jünger? Ich war 13. 13. Und wer hat das gemacht? So wie Jüngere halt sind. Ich war in Älteren verliebt. Der war 20 und ja? das ist und war mein Nachbar. Ja. Und der hat das damals gemacht? Ja. Ist daraus, ist der zur Rechenschaft gezogen worden? Ja, also ich habe meinen Eltern das ein paar Tage später erzählt, weil es mir eigentlich peinlich war. Habe meine Sachen halt auch in die Mülltonne geworfen und dann halt wurde es abgeholt von der Müllabfuhr. Dann sind meine Eltern aber danach sofort mit mir zur Polizei auch gefahren. Ja. Aber da stand halt Aussage gegen Aussage. Ich hatte ein paar blaue Flecken, ja. Dann hat er halt ein halbes Jahr auf Bewährung gekriegt und ich sehe ihn zwar jetzt jeden Tag noch, aber ist schlimm für mich. Das glaube ich. Das glaube ich. Hast du danach Angst vor dem gehabt? Auf jeden Fall. Heute auch noch? Ich bin stärker geworden. Also, da wundert mich das nicht, wenn ich die Geschichte höre, dass du heute immer noch nicht da bist, so wo du eigentlich sein möchtest. Sagen wir es mal so. Wie stark ist die Bulimie ausgeprägt? Wie oft brichst du dich? Am Tag oder in der Woche? Am Tag, sagen wir mal, ungefähr zweimal. Zweimal am Tag. Ja. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Ja. Und du machst das so geschickt und geheim, dass die das wirklich nicht mitbekommen? Richtig. Der Lehrer, dem du das erzählt hast, hat er dir einen Rat gegeben? Mein Lehrer, der ist erst mit mir, also mein Chorlehrer ist mit mir zur Therapiestelle gekommen. Aber dann war ich würde sagen, 3 Monate da und dann hat er mir aber wieder zu viel in meiner Vergangenheit rumgefummelt und dann konnte ich einfach nicht mehr. Dann bin ich wieder weggelaufen vor meinem Problem. Ah ja, und dann hat sich das Ganze wieder verselbstständigt. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein Hauptproblem für dich, wie sage ich es meinen Eltern? Weil eigentlich meine Eltern sollten das wissen. Ist das richtig? Richtig. Und du hast Angst, dass du deinen Eltern nochmal wehtust, weil sie dann wieder sich zu sehr Sorgen machen um dich, weil es dann einen Rückschritt bedeutet? Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Zu meiner Mutter besser wie zu meinem Vater. Ja. Wie haben die denn damals auf diese ganzen Dramen reagiert? Wie sind die damit und wie sind die mit dir umgegangen? Mein Papa, der wollte den umbringen, aber das sagt man ja so, wenn man so verzweifelt ist, aber der hat nichts gemacht. Der hat einfach nur mal gedacht, warum ich und nicht jemand anders. Und dann konnten die eine Zeit lang gar nicht mit mir reden, weil ich auch so verschlossen war und gar nicht reden wollte. Ja. Und dann, wo ich reden wollte, dann waren meine Eltern eigentlich nicht wirklich für mich da. Wie kommt das? Wie erklärst du dir das? Ich glaube, sie hatten sehr viel Angst auch. Angst vor was? Also ich denke mal, mein Papa hatte mehr Angst, dass er mich nicht beschützen konnte. Und meine Mutter, ich weiß es nicht, was meine Mutter hatte. Also du machst dir sehr viel Gedanken über deine Eltern. Ja. Wobei ich glaube, jetzt in erster Linie ist es wichtig, dass man sich, dass du dir oder dass wir beide uns jetzt auch Gedanken über dich machen. Ja. Denn das ist sehr anzunehmen, was du da hast. Wenn du zweimal am Tag dich erbrichst, ist das schon sehr schlimm. Ja. Ja, ist es, finde ich. Wenn das seit 2 Jahren schon läuft, ist das etwas sehr Zentrales in deinem Leben. Es dreht sich alles nur um den Gedanken, wann esse ich, wie esse ich und wie werde ich das Essen wieder los. Richtig. Hast du denn darüber nachgedacht, nochmal vielleicht einen Anlauf zu machen, zu einem Therapeuten zu gehen? Ja. Weinheit schon, weil es mir eigentlich wohl hilft, aber ich renne eigentlich immer von meinen Problemen wieder weg, weil ich einfach zu viel Angst habe, dass mich das alles nochmal wieder einholt. Kann ich verstehen. Aber vielleicht läuft man 2-mal weg und 3-mal weg und 4-mal weg. Aber beim 5. Mal bleibt man da. Ja. Und dann schafft man das. Aber um beim 5. Mal da zu bleiben, muss man es auch zum 5. Mal versucht haben. Ja. Warum liegt dir so viel daran, das jetzt unbedingt deinen Eltern zu erzählen? Erklär's mir nochmal. Ich glaube, weil ich will meine Eltern nicht länger belügen, eigentlich, auf eine Art.
weil ich belüge sie auf eine Art, weil ja, ja. Und wie? Ich sage, mir geht's gut, aber mir geht's richtig scheiße. Ja. Und ich rede mit anderen Leuten darüber und nicht mit ihnen. Ich glaube, das verletzt sie, wird sie richtig verletzen, wenn sie das wüssten. Ja. Deshalb ist ganz dringend angesagt, etwas zu unternehmen. Ja. Ich sage dir jetzt, ohne dass ich deine Eltern näher kenne, aber ich habe dich jetzt kennengelernt und das, was du mir erzählt hast, das reicht mir eigentlich aus, um das jetzt zu sagen, was ich sagen möchte. Ich finde, dass du das deinen Eltern zumuten kannst. Ich finde deinen Beweggrund sehr, sehr ehrenhaft, muss ich sagen, sehr. Du möchtest deine Eltern nicht weiter belügen. Richtig. Und vielleicht ist auch diese Offenbarung den Eltern gegenüber ein weiterer kleiner Schritt für dich zur Selbsthilfe irgendwann, dass du es wirklich schaffst, da rauszukommen. Denn je mehr man sich versteckt in einer Krankheit, desto mehr hält diese Krankheit einen auch gefangen. Okay. Ja, das finde ich. Ich finde, dass du, wenn du sagst, dass du einen sehr guten, also einen besseren Draht zu deiner Mutter hast, ja, dann fang mit ihr an zu sprechen. Ich habe aber echt Angst. Das glaube ich dir. Aber ich finde, das ist eine Überwindung, die du dir einfach dann, zu der du dich zwingen solltest. Okay. Du lachst oder weinst du? Ich weine, ich lache nicht. Mm. Weißt du, Lena, und darauf aufbauend, wenn das dann passiert ist, dann rate ich dir ganz, ganz, ganz dringend, eine gute Therapie, einen guten Therapeuten zu suchen. Für deine Erkrankung und auch mit dem ganzen Hintergrund. Vielleicht ist es sogar sehr richtig und wichtig, nochmal in die Vergangenheit sehr behutsam zu gehen. Damit du das schaffst, da rauszukommen. Du bist so eine nette junge Frau. Und ich glaube, dass du auch die Kraft haben wirst und auch die Pfiffigkeit, das zu schaffen, da rauszukommen. Das, ja. Das glaube ich. Du wirkst sehr reflektiert, finde ich, auch für dein Alter. Ja, ich versuche es ja auch alles zu vergessen oder zu verdrängen, aber wenn man es verdrängt, dann... Nee, das geht nicht. Noch schlimmer. Ja, das wird schlimmer. Es wird schlimmer. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dir schon ein dicker Stein vom Herzen fällt, wenn du es erstmal deiner Mama gesagt hast. Ja. Und vielleicht werden deine Eltern auch das genauso sehen, und ich hoffe, dass sie es so sehen, dass sie sagen, wie gut, dass du es uns gesagt hast. Wie gut, dass du es uns jetzt gesagt hast und nicht noch weiter mit anderen Leuten darüber sprichst. Sondern wir sind deine Eltern, wir wollen für dich da sein. Ich möchte dich dazu ermutigen, Lena, das zu tun. Versuch's. Ja. Und jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen sprichst. Okay. Die soll dir vor allen Dingen mal ein paar handfeste Tipps geben. Vielleicht wäre für dich sogar ein Klinikaufenthalt ganz gut, in eine gute Klinik, die sich mit Essstörungen beschäftigt. Da müsst ihr beiden mal euch unterhalten. Das weiß ich, kann ich jetzt nicht so sagen. Okay. Es gibt mittlerweile sehr viele Therapeuten, die gerade spezialisiert sind auf die Problematik der Essstörung. Und es gibt gute Erfolge. Es gibt gute Erfolge. Aber man muss sich dem stellen. Damit du Entschuldigung. Nein, das ist doch völlig normal. Damit du irgendwann ein wirklich auch wieder ein normales Leben führen kannst. Das kannst du im Moment nicht. Mhm. So, liebe Lena, jetzt erlöse ich dich mal hier aus dem Gespräch, weil du so weinen musst. Ja, danke. Erstmal, dass du mir so jetzt schon mal geholfen hast. Ich hoffe. Ich hoffe. Jetzt geht das so, du legst bitte auf und meine Psychologin, die Simone, die ruft dich jetzt gleich an und ihr könnt in Ruhe reden. Okay. Ja? Alles Liebe und alles Gute und toi toi toi. Danke. Tschüss. Tschüss. So, weiter geht es mit Patrick. Und Patrick ist 22. Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, Domian. Hallo, Patrick. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, ich trage seit geraumer Zeit sehr leidenschaftlich Frauenbekleidung. Mhm. Und ich würde sie auch gern draußen tragen. Und ich wohne in einem Dörfchen, das heißt Bad Breisig. Und dort würde ich auch sehr gerne damit rumlaufen, auch tagsüber. Mhm. Nur ich habe Angst vor den Reaktionen der anderen Leute. Mhm. Und ich wollte wissen, wie ich damit umgehen soll.
Ja. Lass uns mal ein bisschen vorne anfangen. Seit wann hast du diese Lust dazu, dich als Frau anzuziehen? Seitdem ich 16 bin ungefähr. Ja. Und hast dich dann auch schon immer so heimlich angezogen, zu Hause dir Sachen gekauft und zu Hause dich dann umgezogen? Ganz genau. Bist du im Moment auch als Frau angezogen? Ja. Ja, bist du? Ja. Wohnst du alleine? Ja. Ja. Und was hast du an gerade im Moment? Einen langen Rock, ein Oberteil und einen ausgestopften BH. Mhm. Was machst du beruflich? Beruflich mache ich zurzeit noch nichts. Ja. Hast du denn schon eine Ausbildung gemacht oder suchst du noch? Ja, ich hatte eine Lehre begonnen in Münster. Mhm. Und zum Schreiner, aber dieser Betrieb hatte eine Woche, bevor ich diese Lehre hätte beenden können, dicht gemacht. Ach, das ist aber ärgerlich. Ja, konnte man das nicht irgendwo anders beenden? Nein, es hat sich zurzeit noch nichts geboten. Aber die Chance besteht noch, ne? Dass du die Lehre woanders beenden kannst und dann zumindest die Lehre in der Tasche hast. Also den Abschluss in der Tasche hast, die Ausbildung. Ganz genau. Mhm. Wie oft ziehst du dich denn als Frau an? Also ich mache tagsüber schon bei mir die Jalousien runter und die Gardinen zu in der Küche und so, damit mich keiner sieht. Mhm. Also kann man sagen, in jeder freien Minute zu Hause, immer wenn du nach Hause kommst, in deine Wohnung, ziehst du dich gleich um als Frau? Richtig. Ja. Schminkst du dich auch? Ich hatte mich mal geschminkt, ja. Und ich hatte mir auch schon mal Perücken gekauft. Ja. Aber ist alles abhanden gekommen. Abhanden gekommen? Ja. Durch was? Ja, ich war ja vor 3,5 Jahren nach Rheinland-Pfalz gezogen. Ich komme ja gebürtig aus Bochum. Mhm. Und ich hatte ja schon mal mit ihm gesprochen. Mit mir? Ja, das war ja damals die Zeit, wie meine Mutter einfach abgehauen ist und mich ohne alles hat sitzen lassen. Das ist aber sehr lange her schon, ne, das Gespräch. Ja, das war 2003. Ja, ja. Und da hatte ich das ja auch schon mit der Frauenbekleidung. Da hatte ich ja schon von meiner Mutter Sachen genommen, sie angezogen. Ja. Und meine Mutter kam damit ja auch zurecht. Mhm. Hast du denn im Moment, hast du Freunde oder eine Freundin oder einen Freund? Nein, ich hab keine Freundin und auch keine Freunde. Lebst? Ich lebe in Trennung. Ja. Ich war verheiratet vor kurzem. Ach, du warst verheiratet? Richtig. Wie lange? Ich war mit dieser Frau 1,5 Jahre zusammen. Mhm. Und vor 6-7 Wochen ist es auseinandergegangen, weil sie mir fremdgegangen ist mit ihrem Ex-Freund. Hat denn deine Frau das auch mitgekriegt, dass du so einen Spaß an Frauenkleidung hast? Ja, ja. Anfangs war es bei ihr auch in Ordnung gewesen. Ja. Richtig. Und wir hatten das auch bei uns in den Sex mit eingebracht. Ah ja. Und nach einer Zeit hatte sie gemeint, es wird nicht mehr gehen, es wäre scheiße. Mhm. Habe ich sie gefragt, warum, und sie antwortete mir nur noch so, du musst mal dazu stehen, dass du ein Mann bist. Mhm. Und damit hat sie mich sehr gekränkt. Mhm. Glaube ich. Also zu deiner sexuellen Orientierung, du bist ein heterosexueller junger Mann, und bist nicht homosexuell? Nein. Und dahinter steckt auch keine transsexuelle Identität, also du möchtest keine Frau sein, oder doch? Ist es die... Anfangs, wie ich noch in Lahnstein gewohnt habe, wollte ich mich umoperieren lassen. Mhm. Aber nach einer Zeit habe ich einfach gesagt, ich habe Interesse an Frauen. Mhm. Und ich möchte mich nicht umoperieren lassen, sondern möchte es auch in die Beziehung mit einer Frau ein. Akzeptierst du denn deinen männlichen Körper? Ja. Ja. Ja, das ist ja bei transsexuellen Menschen nicht so. Also wenn du jetzt ein transsexueller Mensch im männlichen Körper wärst, dann hättest du eine Abneigung gegen die männlichen Geschlechtsmerkmale zum Beispiel. Richtig. Hast du nicht. Aber eins würde ich sehr gerne haben wollen, und das ist eine weibliche Brust. Ja. Ja. So, du möchtest das gerne, am liebsten würdest du so rausgehen als Frau. Richtig. Hast du es denn schon einmal mal da in deinem Ort versucht? Nein, noch nicht. Nee. Nun ist das aber, wenn ich mich recht erinnere, ein sehr wirklich ein kleiner, beschaulicher Ort. Ja, es ist ein Ort von der Einwohnerzahl her von 3.000 bis 4.000 genau, Einwohner. Genau, ganz genau.
Da ist natürlich die Toleranzschwelle nicht so angesetzt wie in einer Stadt wie in Köln, Berlin oder Frankfurt oder München oder Hamburg. Richtig. Ist klar. Musst du denn da wohnen? Müssen nicht. Also ich würde jetzt sagen, man könnte jetzt sagen, mein Gott, versuch es, geh raus und guck mal, wie die Menschen auf dich reagieren. Mhm. Es könnte natürlich sein, dass das wirklich übel für dich endet und du kein gutes Gefühl dabei hast. Mhm. Deshalb wär so meine erste Idee gerade gewesen, wenn du örtlich nicht gebunden bist an diesen kleinen Ort, dass du dir einen einfach als Ausgangspunkt, um dieses Leben auch auszuleben, eine Metropole suchst, wo man immer wieder mal Leute durch die Straßen gehen sieht, wo man merkt, ne, das ist eigentlich ein Mann, aber angezogen als Frau. Und also hier in Köln guckt da keiner mehr hinterher, wenn man hier so jemanden sieht. Das ist ja fast schon normal, gehört das zum Stadtbild. In Berlin auch. Weil es wäre schön, wenn man es mal akzeptieren würde. Mhm. Weil ich fühle mich irgendwie auch in Frauenbekleidung viel wohler als in Männerbekleidung. Mhm. Wie stellst du dir denn dann so deine Zukunft vor? Wie möchtest du denn mal so idealerweise leben? Wie meinst du das? Ja, gucken wir mal so 5, 6, 7 Jahre weiter. Was wäre dein Traum? Was ist dein Traum vom Leben? Mein Traum vom Leben ist es, endlich mal eine Frau zu finden, die es mit mir ehrlich meint. Mhm. Mit der ich auch zusammenziehe und die es auch akzeptiert, dass ich mich den ganzen Tag als Frau anziehe und auch so rumlaufe. Mhm. Und halt meine abgeschlossene Lehre in der Schreinerei. Mhm. Und hier in Bad Breisig habe ich die Gelegenheit, in der Schreinerei zu arbeiten. Ach, das hast du im Moment? Das ist die Schreinerei Kindler. Hier. Ja, du musst ja nicht den Namen sagen. Also, das ist ja jetzt völlig egal, wo du arbeitest. Richtig. Ja. Und halt, dass ich da fest angestellt werde, dass ich halt auch meinen eigenen Lebensunterhalt verdiene. Das habe ich jetzt nicht kapiert. Vorhin hast du gesagt, dass du im Moment keine Arbeit hast. Hast du doch eine Nein, Arbeit? Nein, ich habe da eine Praktikumsstelle in Aussicht, aber dieser Arbeitgeber vertröstet mich dauernd. Ja, na gut, das ist ein ganz anderes Thema. Also ich finde jetzt erstmal wichtig, dass du deine Lehre abschließt, wo auch immer. Mhm. Das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste, dass du da eine solide Grundlage hast. Mhm. Und wenn du dann ein eher unkonventionelles Leben führen willst, und das ist unkonventionell, wie du es schilderst, mhm, bist du mit Sicherheit in einer großen Stadt besser aufgehoben oder in der Nähe einer großen Stadt als in einem kleinen Ort. Das ist nun mal so. Du wirst nicht innerhalb kürzester Zeit die Mentalität der Leute verändern können in kleinen Orten. Mhm. Wäre das denn für dich eine Überlegung, in eine große Stadt zu ziehen? Ja. Ja. Ich bin sogar schon da am Überlegen, ob ich nicht wieder nach Bochum zurückziehe. Ja, oder ins Ruhrgebiet, genau, ja, sicher. Weil dort bin ich ja schon einmal den ganzen Tag über mit Frauenbekleidung rumgelaufen. Mhm. Und die Leute haben nicht abstoßend reagiert, die haben nur noch gesagt, hey, endlich mal einer, der dazu steht. So sind die Leute im Ruhrgebiet. Ja. Die sind auch locker und die sind nicht verklemmt. Ja, nee. Das ist natürlich auch eine gute Idee, ins Ruhrgebiet zu gehen, klar. Richtig. Und vor allen Dingen, da ich ja gebürtiger Ruhrpottler bin. Ist das deine Heimat? Richtig. So. Patrick. Und meine Heimat ist da, wo mein Herz auch ist. Das ist ein schöner Satz. Und wo du so sein kannst, wie du bist. Richtig. Ne? Also Patrick, dann ist irgendwie die Linie klar, ne? Lehre zu Ende machen, von mir aus in deinem Ort, wo du bist? Ja. Oder in der Umgebung und dann so schnell sehen wie möglich, dass du ins Ruhrgebiet kommst oder wo auch immer hin. Richtig. Und dein Ding dann so lebst und dass du vielleicht dann auch eine Partnerin findest, die dich so akzeptiert, wie du bist und darauf auch steht. Hast du denn mal im Internet in verschiedenen Foren dich rumgeschaut nach Gleichgesinnten? Noch nicht, aber das werde ich jetzt auch in Zukunft in Angriff. Würde ich dir auch sehr empfehlen, weil es schon, glaube ich, eine ganze Menge Männer gibt, die so gestrickt sind wie du. Und das ist immer ganz gut, wenn man Gleichgesinnte kennt und sich vielleicht auch mit denen mal trifft und mal austauscht. Und jeder hat irgendeine neue Erfahrung, die vielleicht ganz interessant ist für einen selbst auch. Mhm. Ja? So, mein Lieber. Jetzt drücke ich dir die Daumen für den Abschluss der Lehre. Mhm. Und ja, dass du einen Platz findest, wo du dein Leben so leben kannst, wie du es für richtig hältst. Und eins möchte ich dir noch sagen, Domian, es ist sehr schön, dass es dich gibt. Mhm. Du bist ein sehr, sehr guter Ratgeber.
Und ich liebe auch den Sender 1 Live sehr. Mhm. Er liegt mir sehr am Herzen und ich höre ihn auch sehr gerne. Und viel Erfolg noch mit deiner Sendung. Ich danke dir sehr herzlich, sehr freundlich von dir. Und eins möchte ich auch noch loswerden. Bochum, ich komme aus dir. Bochum, ich hänge an dir. Und ich werde zu dir zurückkommen. Na, das ist dein Wort. Patrick, danke für die netten Worte zum Schluss und alles Gute dir. Alles klar, danke. Tschüss. Dir, tschüss. Das war ein Zitat aus Goldemeier, ne? Aus dem großen, berühmten Album damals Bochum, wo auch Männer drauf ist. Karin, 22, guten Morgen. Hallo? Hallo Karin. Hallo Domian. Ja. Es ist ganz toll, dass du mich 22 nennst. Ich bin 43. Ja. Ein Irrtum wäre ich auch gerne nicht mehr. Ja, wärst du gerne 22? Nein, ich bin froh, dass ich jetzt über 40 bin. Ja? Ist das so dein Idealalter? Ja, es geht jetzt aufwärts. Das ist eine gute Lebenseinstellung. Ja, muss ich echt sagen. Aber Alter ist jetzt nicht mein Thema, sondern mein Thema wäre Pflegeheim. Pflegeheim? Ja. Ein ernstes Thema. Also Pflegeheim steht ja sehr in den Schlagzeilen. Mhm. Und ich möchte jetzt mal was ganz Positives berichten. Ich gehe mal davon aus, dass du in einem Pflegeheim arbeitest. Nein. Also ich schildere es ganz kurz. Meine Mutter hatte vor einem Jahr im Mai den fünften Schlaganfall. Mhm. Die ersten vier habe ich miterlebt. Da konnte man schnell reagieren. Da hat sie also keine größeren Schäden. Der letzte Schlaganfall, da war sie dann halbseitig gelähmt und hat auch nicht mehr sprechen können. Mhm. Und sie ist dann erst Krankenhaus gewesen, dann wieder zu Hause, dann ins Pflegeheim gekommen, weil mein Vater sich nicht drum kümmern konnte und meine Geschwister dann auch nicht. Dann habe ich sie besucht in dem Pflegeheim, wo sie zuerst war. Und der Zustand war also wirklich miserabel. Also ich hatte wirklich den Eindruck... Also der Zustand in dem Pflegeheim? Genau. Ja, das Pflegeheim war zwar schon schön eingerichtet und so, aber meine Mutter war in einem Zustand, die kam mit sich auch nicht zurecht. Also sie hat noch alles mitbekommen, konnte sich halt auch nicht äußern. Und ich habe dann meinem Vater gesagt, wir holen sie nach Hause, weil damals eben Tendenz war, dass sie vielleicht das Jahr auch gar nicht mehr erlebt. Und wir haben sie dann nach Hause geholt. Ich war damals selbstständig, habe alles aufgegeben. Bin dann, kann ich die Stadt nennen? Ja, ich bin dann nach Bad Waldsee gezogen. Mhm. Ich habe damals 80 Kilometer weg in den Bergen gelebt. Habe alles aufgegeben, bin dann nach Hause gezogen. Und wir haben dann den ambulanten Pflegedienst erst kommen lassen. Mhm. Und ich habe dann einfach, versucht, irgendwie, ich wusste ja auch nicht, wie ich mich mit ihr kommunizieren soll, mit der Pflege und mit allem dran. Sie konnte nicht mehr essen, sie ist über die Magensonde ernährt worden. Konnte sie denn zu diesem Zeitpunkt sprechen? Überhaupt nicht. Sie hat nur Laute von sich gegeben, also Gong, Gong, Gong. Ja. War sie denn geistig präsent? Verstanden hat sie alles, aber sie konnte sich halt nicht artikulieren. Ja. Und war halt, wie gesagt, rechte Seite war gelähmt. Ja. Und sie war, durch das, dass sie den Zustand hatte, war sie auch sehr unerträglich. Also sie hat uns oft weggestoßen, sie hat geschrien, sie hat geweint, sie hat auch oft Schmerzen gehabt. Also es war sehr schwierig, sehr anstrengend für die Angehörigen. Genau. Ja. Also wie lange hast du sie denn zu Hause gehabt? Bis ein Jahr. Das hat sich aber alles gebessert. Und zwar habe ich nicht aufgegeben. Ich wollte unbedingt wieder, dass sie wieder so einigermaßen auf Trab kommt. Wir haben dann geübt mit dem Essen. Das hat sie wieder geschafft. Wir haben Lautübungen gemacht, Wortübungen. Ich habe den Physiotherapeuten kommen lassen, die Logopädin kommen lassen und haben dann gemeinsam im ambulanten Pflegedienst, die haben dann kleinere Aufgaben. Also es hat sich dann immer gesteigert. Das Ganze hat sich verbessert, aber dennoch ist sie dann wieder in ein Pflegeheim gekommen. Ja, also im April diesen Jahres. Ja. Der Zustand war bei ihr dann relativ gut. Sie konnte wieder im Rollstuhl sitzen, sie konnte sogar ein paar Schritte mit Hilfe gehen. Ja. Aber ich habe es nicht mehr geschafft. Verstehe. Hat sie denn sich dann geäußert, dass sie auch damit einverstanden ist, in ein Pflegeheim zu gehen? Ja, wir haben das also im Januar, weil mein Vater, der war im Dezember dann auch im Krankenhaus, hat dann auch ziemlich abgebaut und er wollte dann auch nicht mehr. Also er wollte dann auch ins Pflegeheim. Sind beide, also mein Vater ist 82, meine Mutter 84. Und jetzt sind beide in demselben Heim?
Nein, mein Vater ist im Moment noch zu Hause, der versorgt, der hat sich dann auch, weil er hat ja mitgeholfen. Ja, die Frage, vergessen wir die Frage. Die Frage war gerade gewesen, wollte deine Mama freiwillig ins Heim, ins Pflegeheim gehen? Nee, die wäre sicherlich freiwillig erst nicht, aber ich habe ihr das schmackhaft gemacht. Mhm. So, jetzt erzähl, jetzt ist sie in einem, jetzt ist sie in einer Institution, in einem Heim, von dem du sagst, das ist richtig gut. Das ist richtig toll. Also sicherlich war auch die Einführung in das Heim gut. Ich habe sie nämlich fast 3 Monate begleitet. Mhm. Also ich bin tagtäglich 8 Stunden unten gewesen und habe sie nicht alleine gelassen. Mhm. Hat sie ein Einzelzimmer? Sie wohnt zusammen mit einer Frau, aber das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil sie kann nicht alleine sein, dann kriegt sie Ängste. Und spricht sie mittlerweile? Nein, nur Worte. Also aber nur, sie kriegt, wenn die Logopädin da ist. Ja, aber sie kriegt definitiv alles mit. Sie kriegt alles mit und durch die Begleitung von mir und durch das regelmäßige Besuchen und mein Vater ist dann auch jeden Tag runtergegangen, am Anfang nicht so, dass er halt auch sich erstmal wieder regenerieren kann. Mhm. Und wie gesagt, ich habe sie 3 Monate begleitet, war also wirklich jeden Tag. Das finde ich ja übrigens auch, muss ich dich mal unterbrechen, eine tolle Sache von dir, dass du das geschafft und gemacht hast, aber grundsätzlich auch eine tolle Idee, wenn jemand schon ins Pflegeheim muss, dass man den so vorsichtig dort versucht einzuführen, indem man den ganzen Tag, 8 Stunden ist ja nur eine lange Zeit, bei dieser Person ist, zusammen mit ihm in dem Heim, dass er quasi erstmal nur da schläft, alleine. Und wobei ich sehr spät abends am Anfang gegangen bin. Sogar das noch. Erst bis er eingeschlafen ist und dann war ich gleich morgens wieder da. Das ist sehr, sehr human und sehr menschlich, was du da gemacht hast. Oh, finde ich toll. Das ist ganz lieb, dass du das sagst. Wirklich, das habe ich noch nie gehört, dass das jemand gemacht hat. Finde ich ganz toll. Ganz tolle Idee. Also, ich habe dann einfach gedacht, dann fällt es ihr auch leichter und vor allen Dingen wollte ich natürlich auch wissen, wo ich meine Mutter untergebracht habe. Jetzt muss ich dich fragen, du kannst ja nicht berufstätig sein, sonst ging das ja gar nicht. Ich war nicht, das hat mich natürlich finanziell, ich war nämlich vorher auch selbstständig und hatte gerade wieder mich Fuß gefasst und wieder ging ein bisschen aufwärts und dann kam das halt dazwischen und finanziell hat es mich natürlich niedergebeutelt, auf gut Deutsch. Aber also, jetzt ist die Situation nicht mehr so, dass du jeden Tag da bist? Nee, ich gehe halt, ich habe es dann immer mehr reduziert, aber trotzdem war ich dann die letzte Zeit immer fast jeden Tag, kann man sagen, trotzdem, aber nicht mehr so lang. Wie viele Kilometer ist das denn von deiner Wohnung entfernt? Das ist nicht weit, also zu Fuß schaffe ich es in 25 Minuten. Ach so, das ist ja dann sehr, sehr praktisch. Also, und vor allen Dingen war es mir wichtig, dass sie nicht aus ihrer Umgebung wegkommt, dass sie ihren Hausarzt behalten kann, dass sie einfach die Leute, dass wir auch in die Stadt können, dass sie wieder, also sie konnte ja vorher auch nicht raus, also wir waren in einer Eigentumswohnung im 5. Stock und wir konnten sie ein ganzes Jahr, also sie konnte nicht mehr raus. Mhm. Und das Erste, was ich dann gemacht habe mit ihr, ich bin draußen spazieren gefahren. Mhm. Sie hat die Natur, das kannst du dir nicht vorstellen, Domian, das war wie als wenn sie, wie ein Kind, wo jetzt anfängt, wieder die Bäume zu entdecken, die hat also gestrahlt. Und ich glaube, dass die Konfrontation das Nahesein der Natur für alle kranken und schwerkranken Menschen sowas von lindernd und tröstlich wirkt und aufbauend auch ist, einen Baum zu sehen, zu riechen, über eine Wiese vielleicht geschoben zu werden oder auf einer Bank zu sitzen oder sowas. Ja, und das Pflegeheim liegt natürlich auch optimal. War früher ein Schloss, da war sie auch mal, das war früher eine Klinik, eine Kurklinik, Erholung. Und da war sie zweimal und das habe ich ihr gesagt. Ich habe ihr damals gesagt, du bist jetzt eine kleine Prinzessin und lebst jetzt im Schloss, weil das nennt sich auch Wohnpark am Schloss. Ah, ja. Das ist auch von der Ausstattung, Domian, also so toll. Ja. Und das Pflegepersonal, ich meine, sicher können die mehr Leute gebrauchen, aber die sind so liebevoll. Und auch das Essen, die können sich das aussuchen, die kriegen 2 Mahlzeiten und dann können sie sich das auswählen. Und das Essen ist... Und das ist für einen Normalsterblichen auch finanzierbar? Also der ist natürlich sehr teuer. Ich kann ja sagen, was es kostet im Monat, 1.800. Das übernimmt aber das Sozialamt, weil wir können das nicht bezahlen. Ah, ja. Mein Vater möchte jetzt dort auch hin und wir sind dabei, die Wohnung zu verkaufen. Mhm. Und dann wird natürlich das Geld erstmal aufgebraucht. Und wenn das aufgebraucht ist, dann springt wieder das Sozialamt. Verstehe. Also, du hast natürlich recht. Es wird im Moment sehr viel darüber gesprochen, zu Recht. Und man muss auch immer mehr darüber sprechen, weil es schwerste und schlimmste Missstände gibt in Pflegeheimen oder in alten Einrichtungen, aber es gibt auch immer wieder noch gute Einrichtungen und Häuser und
sehr schön, dass deine Mama jetzt in einem Haus untergebracht ist, wo alles gut ist und wo sie würdig ihren Lebensabend verbringen kann. Ja, vor allen Dingen, wir hatten es jetzt zweimal in die letzten 3 Monate war sie im Krankenhaus, weil sie so eine Tendenz wieder zum erneuten Schlaganfall, also das wird immer wieder mal vorkommen, dass sie so leichte Schlägchen bekommt. Und als sie jetzt letzte Wochenende war sie wieder drin und sie hat dann schon gespürt, sie ist wieder im Krankenhaus, da will sie immer gar nicht sein und sie hat sich dann stabilisiert und dann hat man sie dann wieder zurück ins Heim. Ich bin dann auch runtergefahren und du glaubst nicht, wie die sich gefreut hat. Die hat die Schwestern begrüßt, sie hat ihre, also sie hat ja auch Freundschaften. Das heißt, das hat sie als Zuhause akzeptiert schon. Ja, ja. Das ist also voll ihr Zuhause und die war so glücklich, die hat also jeden gedrückt und mit jedem sich in ihrer Lautsprache unterhalten und jeder hat sie begrüßt. Man muss dazu sagen, es ist eine katholische Einrichtung und die Nahrung, also das Essen wird in der Klosterküche gekocht, das wird dorthin geliefert. Klingt auch gut. Ja, oh, das Essen ist auch wirklich fantastisch und sehr abwechslungsreich und sie kann auch, also gut, ich gehe mittags oft runter oder abends und gebe ihr das Essen. Also ich versuche halt auch den Pflegepersonal so Tätigkeiten ein bisschen abzunehmen. Ich bade sie und so. Ja. Aber die sind so hilfsbereit. Und also Karin, ich freue mich, das zu hören. Wirklich, wo wir auch hier auch in dieser Sendung oftmals schon sehr schlimme und schwierige Fälle gehört haben. Ich freue mich darüber und wünsche deiner Mama, dass es ihr noch lange, lange, lange da gut geht und dass sie sich wohlfühlt. Ja. Und ja, dass dein Papa da auch einen Platz kriegt. Das wäre natürlich optimal. Ne? Was ich noch ganz kurz sagen möchte, Domian, ist, ich würde mir wünschen, ich meine, dass das nicht jeder kann, was ich jetzt da wohl geleistet habe, das kann ich schon verstehen, nicht einfach. Aber was ich mir wünschen würde, dass die Kinder, vor allen Dingen die Pflegeheime wünschen sich, dass die Kinder, wenn die Eltern noch Kinder haben, dass die öfters kommen zu Besuch. Weil da kommen wirklich viele überhaupt nicht mehr. Ja. Viele werden dort nur abgeliefert. Also da ist jetzt bei uns schon ein bisschen auch eine Ausnahme, das hat auch das Pflegeheim mir gesagt. Das ist eine traurige Realität, da hast du wirklich recht. Und da also das kostet wirklich nicht viel, auch weil es sind die Eltern und das war für mich auch nicht einfach der Zustand, weil sie war eine sehr intelligente Frau und sie ist jetzt wirklich sehr hilfsbedürftig und Es ist gut, dass es bei euch so gelaufen ist und man kann wirklich nur immer appellieren, dass man nicht vergessen soll, die Eltern haben früher sich um uns gekümmert, dann müssen wir uns auch um die Eltern kümmern, wenn die Eltern alt und krank werden. Vor allen Dingen geht eigentlich uns auch mal so. Oder genauso. Wir sind auch froh, wenn jemand ist, wo dann einfach da ist. Liebe Karin, danke für deinen Anruf. Ja, und dir alles Liebe und Gute. Dankeschön. Und du bist ein ganz toller, super toller Mensch. Ich danke. Ja. Sehr, sehr. Vielen Dank, liebe Karin. Tschüss. So ihr Lieben, morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema schüchtern und gehemmt. Ich möchte mit Leuten reden, die sich selbst als schüchtern und gehemmt empfinden, die vielleicht sehr schüchtern in der Liebe sind, sich nicht so trauen, vielleicht kurz vor irgendeiner Entscheidung stehen oder jemanden sich nicht anzusprechen getrauen oder die schüchtern im Beruf sind und deshalb große Probleme haben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die vielleicht ausgefallene Lebenswünsche haben, Vorstellungen, aber gehemmt sind, diese auszuleben, sich nicht trauen, diese auszuleben, schüchtern und gehemmt. Morgen müsst ihr euch sehr anstrengen, die ihr euch selbst als schüchtern und gehemmt empfindet, dann müsst ihr nämlich anrufen und euch mit mir unterhalten. Aber das haben schon so viele gemacht, ich glaube, das wird gar kein Problem werden. Viele Leute, die sich sonst so irgendwie nicht trauen, haben hier sich getraut zu reden und sich zu äußern. Schüchtern und gehemmt, unser Thema morgen, wenn ihr mitmachen wollt, mailt rund um die Uhr, domian@wdr.de oder ruft morgen während der Sendung an oder am besten schon eine Stunde vorher, ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, Markus. Markus ist 40. Hallo Markus. Ja, hallo Domian. Hallo Markus. Hier ist Markus. Ja. Was Domian, ist dein Thema? Wie gesagt, ich habe gerade schon hier mit deinen Kollegen in der Redaktion gesprochen und ich bin ja sehr, sehr unglücklich. Ich lebe seit circa 10 Jahren mit einer festen Freundin zusammen und ich liebe diese Freundin auch oder meine diese Freundin zu lieben. Also es ist eine Beziehung. Ihr führt seit 10 Jahren eine Beziehung. Wir führen seit 10 Jahren eine Beziehung und es ist so, dass ich seit circa 7 Jahren regelmäßig, unregelmäßig zu Prostituierten gehe. Warum? Und
Ja, ich mache das aus dem Grund, weil ich ja meine Freundin im Prinzip mit meiner Sexualität nicht verletzen möchte oder nicht belästigen möchte. Was ist das? Ist das eine besondere Sexualität, die du hast? Ja, ich habe es halt gerne, Analverkehr bis zum, also Analverkehr zu machen oder Oralverkehr bis zum Schluss zu machen. Und wir haben das auch anfangs ausprobiert, aber ich habe halt gemerkt, dass es... Ist nicht so ihr Ding. Genau, ist nicht ihr Ding. Und wie oft gehst du denn dann zu einer Prostituierten? Wie oft im Monat? So 2-3 Mal im Monat mache ich das. Da ist ja dann in 7 Jahren schon eine ganze Summe Kohle zusammengekommen, ne? Da ist schon eine ganze, Summe Kohle zusammengekommen. Was zahlst du jedes Mal? Puh, so zwischen, ja, 100 und 150 Euro. Mhm. Gehst du immer zu derselben Frau? Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich gehe zu unterschiedlichen Frauen. Du hast aber den, um das mal vorne vorweg gleich zu klären, du hast, wenn du zu den Prostituierten gehst, schützt du dich immer und du machst das immer nur mit Gummi? Ja, natürlich, ja. Klar. Ja, ja. Und deine Freundin, mit der du seit 10 Jahren zusammen bist, hat nie irgendwas gewittert? Ihr kam nie irgendwas komisch vor, mal? Nein, hat die hat nie was, die hat nie was gemerkt, die hat das mitbekommen im Grunde. Hast du denn mit der Freundin auch noch Sex? Ja, aber ganz, ganz wenig, weil ich halt auch ganz, ganz stark den Eindruck habe, dass es für meine Freundin überhaupt nicht mehr wichtig ist. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 43 Jahre. Das kann ja dann nicht am Alter liegen. Nee, am Alter kann das natürlich nicht liegen. Das heißt, für sie ist es auch nicht interessant, mal mit dir zu schlafen vielleicht? Nee, nicht wirklich, beziehungsweise ich habe oft das Gefühl oder ich habe sehr, sehr oft den Eindruck einfach, dass, ja, wie soll ich sagen, dass es für sie nicht so eine große Rolle spielt, wie es für mich spielt. Generell die Sexualität. Generell die Sexualität. Wie ist euer Umgang miteinander? Ist der zärtlich, innig? Der ist zärtlich. Ja, der ist eigentlich zärtlich. Kuschelt ihr miteinander? Macht es Spaß, sich zu streicheln? Küsschen hier, Küsschen wir da. Wir kuscheln, also wir kuscheln miteinander. Es ist halt aber auch oft so, dass wir miteinander streiten. Das heißt, du würdest sagen, die, also wie du mir das jetzt schilderst, klingt das so wie eine Beziehung, wo eigentlich die Luft raus ist. Ist das so? Ab und an kommt die Luft auch wieder rein. Na ja, gut, nach 10 Jahren fällt man ja auch nicht so gerne so ein Urteil. Da sind natürlich viele Verbindungen und Erinnerungen und Sentimentalitäten und weiß ich was, die einen ja verbinden mit jemandem, mit dem man 10 Jahre zusammen ist. Liebst du sie noch? Ja, ich denke ja, sonst wäre ich nicht mehr mit ihr zusammen, denke ich. Sonst wäre ich bestimmt gegangen. Das ist nicht unbedingt immer ein Indiz dafür, dass man jemanden liebt, wenn man bei jemandem bleibt. Es gibt vielfältige Gründe, warum Menschen zusammenbleiben. Das hat mit Liebe dann nicht unbedingt immer was zu tun. Ja, ja. Aber wie soll das weitergehen? Soll das jetzt die nächsten 10, 20 Jahre so weitergehen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist die entscheidende Frage. Ich finde, du hast schon schlimme Sachen genug jetzt gemacht. Wenn das deine Freundin erfahren würde, würde für sie eine Welt zusammenbrechen. 7 Jahre ihres Lebens. Betrug, ne? Die würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn die das erfahren würde. Oder? Ja, natürlich, klar. Ja. Selbstverständlich. Ja. Hast du über dieses Modell schon nachgedacht, dass ihr euch trennt und ihr einfach auf einer freundschaftlichen Ebene verbunden bleibt? Ginge das? Das Modell freundschaftliche Ebene geht nicht immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es nicht. Mhm. Ich halte im Grunde genommen an der Beziehung fest. Aber mit einer Lüge. Mit einer fulminanten Lüge. Mit einer fulminanten Lüge, ja, das ist wahr. Ja, ja.
Warum hältst du an der Beziehung fest? Ja, weil es sehr, sehr viele Momente einfach gibt in diesem Zusammensein, die halt wunderschön sind. Die sind aber nur deshalb wunderschön für dich, weil du dir nebenher noch so einiges gönnst. Ja. Wenn du das nicht tun würdest, wärst du wahrscheinlich sehr unzufrieden in der Beziehung. Ja. So holst du dir deine Leckerchen woanders, ja, tobst dich da aus und für zu Hause ist dann deine Freundin zuständig, da ist es so nett und man ist vertraut miteinander und ja, man kennt sich und so weiter. Da ist die Schieflage, finde ich. Ja. Wenn die das wüsste und die sagen würde, okay, ist nicht meine sexuelle Richtung, hol dir das da, dann wäre das ja eine ganz andere Geschichte. Dann würde ich sagen, tolle Übereinkunft, wenn ihr das so hinkriegt. Ja. Aber es ist ja eben geheim gehalten. Es ist ein geheim gehalten, richtig. Ja. So, jetzt nochmal die Frage, wie soll das jetzt die nächsten Jahre weitergehen? Gut, in Bezug auf das, was du sagst, ich meine, das öffnet mir die Augen. Ich meine, ich muss wirklich sagen, ich habe es nie so gesehen. Mhm. Ja. Das wundert mich, dass du es nie so gesehen hast. Das ist doch nicht... Ja. Hast du denn nicht, bist du denn nicht, stehst du denn auch nicht unter einem ungeheuren Gewissensdruck? Oder hast du das so abgespaltet, dass du gar nicht drüber nachgedacht hast all die Jahre? Ich habe es abgespalten deswegen, wie gesagt, weil ich sie nicht verletzen wollte. Ja, und du hast das wahrscheinlich so hingedreht, das hat mit unserer Beziehung nichts zu tun. Ja, so ungefähr. So genau. Ungefähr, ja. Mhm. Perfekt. Aber es hat mit der Beziehung zu tun. Es hat damit zu tun. Ja. So, jetzt sind wir nochmal bei der Zukunft. Ich meine, du hast ja immerhin hier angerufen, das zeigt mir ja auch, dass da schon ein... Wer weiß das eigentlich, dass du das tust? Niemand. Niemand. Dass da ein Druck ist, darüber sprechen zu wollen oder ein Unwohlsein in dieser Lebenskonstellation, in der du da lebst. Nein, ja, Unwohlsein, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist halt so, dass ich alles mache für meine Freundin. Mhm. Ich mache wirklich alles und ich hänge an ihr. Mhm. Ich bin halt einfach nur schrecklich einsam in meiner, in meinen Fühlen, in meiner Sexualität. Mhm. Und einsam, das heißt, wie meinst du das? Ja, einsam, dass ich das Gefühl im Grunde genommen habe, halt nicht verstanden zu sein, nicht angenommen zu sein. Ja, okay, jetzt wollen wir dich mal nicht zum Opfer machen. Oder mach dich jetzt mal nicht zum Opfer. Wenn deine Freundin nicht auf diese Art der Sexualität steht, ist das ja gutes Recht. Und das ist einfach tragisch dann, dass ihr beiden nicht harmoniert im Bett. Ja. Das ist einfach eine Tragik. Man kann eine Sexualität nicht jemandem aufreden. Also entweder hat er so ein bisschen Spaß dran oder hat es nicht. Punkt aus, mehr gibt's nicht. Ja, ja. Zum nochmaligen Male. Wie soll es weitergehen? Nun, ich habe keine Ahnung im Moment. Mhm. Also ich kann dir da keine Antwort drauf geben, weil ich es nicht weiß. Mhm. Einfach. Ich finde, wenn du hast ja angerufen, um dir eine andere Meinung mal anzuhören. Ja. Ich finde, dass du klare Verhältnisse schaffen musst in deinem Leben. Ja. Und die Verhältnisse sind überhaupt nicht klar. Die sind verlogen, verwurstelt. Mhm. Und aus Mitgefühl für deine Freundin würde ich mir wünschen, dass du ihr das überhaupt nicht erzählst, dass du das seit 7 Jahren machst. Weil für die arme Frau bricht wirklich eine Welt zusammen. Ja. Wenn du jetzt redest, dann sag, beziehst vielleicht auf die aktuelle Situation, dass du eine andere Sexualität suchst und dir die vielleicht von draußen holst. Aber ich würde es der Frau nicht antun, ihr das zu erzählen. Ja. Nein, das tue ich auf keinen Fall. Im Prinzip, ich sag dir, die saubere Lösung wäre, wenn du dich von dieser Frau aus der Beziehung heraus trennst. Ja. Das ist die sauberste Lösung, wenn deine Sexualität dir suchst, wo auch immer. Oder dass du sagst, ich lasse es sein, ich habe es jetzt genug ausgelebt und konzentriere mich wieder auf meine Freundin. Ich muss nicht immer diese Praktiken haben. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass du das nicht kannst.
Auf deine ich weiß es nicht, ich frage dich. Wenn der, ist der Drang so stark, dass du sagst, ich brauche diese Sexualität? Mhm. Das war eine Frage. Ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt die nächsten Tage und Wochen drüber nachdenken werde. Klar, das ist natürlich auch eine fulminante Entscheidung für dein Leben jetzt. Was ja, natürlich. Ja, das kann man ja auch nicht so zack, zack mal eben entscheiden und dann... Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall bin ich total glücklich, dass ich ja überhaupt mit jemandem einmal darüber sprechen konnte, weil ich halt auch wirklich niemanden habe. Stelle ich mir auch wirklich heftig vor, wenn man 7 Jahre sowas macht und überhaupt niemals darüber hat reden können. Mhm. Lieber Markus, ich habe dir meine Meinung gesagt. Jetzt musst du hast es gesagt, du wirst jetzt für dich die nächste Zeit irgendwas entscheiden. Richtig. Ich wünsche eine hab tausend Dank, ne? Ich wünsche eine gute Entscheidung für dich und deine Freundin. Ja, danke schön. Alles Gute. Alles. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Nochmal der Hinweis, ihr Lieben, auf morgen. Morgen heißt unser Thema Schüchtern und gehemmt. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sich als schüchtern und gehemmt empfinden. Gehemmt und schüchtern in der Liebe, schüchtern vielleicht auch im Beruf, weil ihr da gewisse Dinge euch nicht traut und Probleme entstehen. Oder schüchtern vielleicht auch auf das gesamte Leben bezogen, dass ihr eigentlich ganz andere Dinge im Kopf habt, aber euch nicht traut, die zu leben, weil ihr zu schüchtern und gehemmt seid. Schüchtern und gehemmt, unser Thema morgen. Ihr könnt anrufen und ihr könnt mailen und ich bin sehr gespannt auf meine Anrufer morgen. Hier ist die Ela. Die Ela, ne? Eine Frau. Jawohl. 54 Jahre alt. Jawohl. Hallo Ela. Hallo Jürgen. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe dich an, weil ich wahnsinnige Angst habe, ich soll Leber transplantiert werden und habe also fürchterlich viel Schiss vor dieser Operation. Mhm. Und gibt es denn schon eine Spenderleber? Nein, so schnell geht das nicht. Ja. Ich bin jetzt gerade, sagen wir mal, ich starte am Anfang. Ach so. Bei mir hat man Leberkrebs festgestellt. Ich habe unter anderem eine Leberzirrhose durch eine Hepatitis C. Mhm. Und jetzt hatte ich sehr viel Wasseransammlung im Körper und durch diese Geschichte bin ich in CT gekommen und da haben sie also die Tumore festgestellt. Dann war ich also in der Klinik gewesen und daraufhin hat man mir gesagt, dass also der beste Weg eine Transplantation ist, weil also der Krebs kann streuen. Mhm. Ja, und wann hat man dir das gesagt? Ist diese Information noch relativ frisch? Die ist sehr frisch, also so jetzt 4 Wochen. Ach so. Und wie lange bist du schon erkrankt? Spürst du deine Erkrankung? Erkrankt bin ich, also bewusst, dass ich es weiß, seit 13 Jahren. Mhm. Durch die Hepatitis C. Ja, genau. Ja. Und die Hepatitis C, der Virus hat halt meine Leber zerfressen, deswegen habe ich Zirrhose. Und jetzt hat sich halt noch ein Krebs dazu gepackt. Wann hat man den diagnostiziert? Jetzt, also vor 6 Wochen ungefähr. Ah ja. Und ich war jetzt in der Klinik gewesen und die haben also alle gesagt, das Beste wäre eine Transplantation. Ja. Weil halt... das sind die besten Voraussetzungen für eine Transplantation. Hört sich jetzt dumm an, sagen die Ärzte aber immer. Die sagen ja immer alles, das ist wunderbar so, ja. Mhm. Also die werden mir jetzt, nächste Woche fangen wir an mit einer Chemotherapie, um die Tumore in Schach zu halten, bis halt ein Organ gefunden wird, das zu mir passt. Und das kann dauern, ne? Es geht, ich liege sehr günstig, ich habe eine gute Blutgruppe und also all diese Voraussetzungen sind bei mir ganz gut geschaffen. Ja. Hast du dich denn da schon schlau gemacht, was das bedeutet? Ich hänge nur im Internet. Ja. Ja, also im Moment. Wie sind denn so die, du hast wahrscheinlich da auch in den Foren geschaut von Leuten, die das schon hinter sich haben. Wie sind die Erfolgsaussichten nach einer solchen Operation? Ja, man sagt immer sehr gut. Ja. Mhm. Ich habe aber leider auch negative Sachen in der Klinik gesehen. Ja.
eine Frau, die, also man muss ja danach diese Medikamente nehmen, damit man es auch gar nicht abstürzt. Und die muss man, glaube ich, immer nehmen, ne? Immer, Leben lang, ja. Und die haben unter Umständen auch heftige Nebenwirkungen. Richtig. Mhm. Also die Dame, die bei mir in der Klinik, die ich da kennengelernt habe, die hat Nierenversagen gehabt, ja. Und daraufhin kriegt sie jetzt dreimal die Woche Dialyse, ja. Und dann sage ich mir, ob das dann Leben ist, ja. Also, Aber es gibt ja auch positive Beispiele, ne? Ja, sicher. Ja, und dann kommt aber dazu, dass man halt irgendein Teil eines anderen Menschen mit sich trägt, was mir also auch arge Gewissensbisse macht, ja. Macht es dir Gewissensbisse oder ist es einfach nur ein merkwürdiges Gefühl? Das ist, naja, von merkwürdigem Gefühl bis irgendwie, ich kann es noch nicht verarbeiten. Mhm. Ja, man hört es immer, Herztransplantationen und was weiß ich, toll, was alles gemacht werden kann heute und dort ist man selber dran. Warum Gewissensbisse? Diese Menschen sind ja wahrscheinlich durch einen Unfall oder durch eine andere Ursache ums Leben gekommen. Ja. Warum Gewissensbisse? Ich weiß nicht, also nein, wie soll ich, ist vielleicht auch der falsche Ausdruck. Ich bin ja ich, ja, und ich habe jetzt ein Stück fremden Körper in mir, ja, also Könnte mir vorstellen, dass es da sicherlich auch so begleitende, vielleicht so psychologische Seminare gibt vorher oder nach einer Transplantation? Ich nehme an, aber es ist halt immer das Fragezeichen, wie gut sind die Ärzte, wie gut, in welche Hände fällt man, ja? Es werden überall Fehler gemacht, ja. Ja. Sollte das denn dann auch da gemacht werden, in der Klinik, in der du untersucht worden bist? Ja. Und hast du da ein gutes Gefühl? Ich habe, also das ist eine namhafte Klinik, möchte ich aber jetzt nicht nennen. Nein. Und der Professor, also es ist eine Kapazität eigentlich. Das heißt, da hat man schon viele solche Operationen vorgenommen. Ja. Das ist schon mal ganz gut. Ja, darf ich fragen, wie du lebst? Bist du verheiratet oder lebst du alleine? Ich bin alleine mit meinem 20-jährigen Sohn, der noch bei Mama wohnt. Der noch bei der Mama wohnt. Ja, wie geht er denn mit der schweren Erkrankung der Mutter um? Ja, das ist halt auch, das ist ein ganz großes Problem, ne? Weil halt, ich habe erstmal eine Versammlung hier gemacht von Freunden und mein Sohn ist eigentlich der einzigste Verwandte, den ich hier so habe, ja. Und dann habe ich also allen gesagt, dass ich es nicht machen werde, ne? Und dann sind sie erstmal wie die Wölfe über mich hergefallen, ja. Und dann habe ich alle versucht, halt in die Situation zu versetzen, ja. Dass du es nicht machen würdest, also keine Transplantation. Ja, das, weil diese Quälerei, ja, es ist furchtbar. Also ich bin jetzt mittlerweile 5-mal punktiert worden, ja, und also was das für Quälereien sind, ja. CT, dann wieder in die Röhre und dann wieder das, ja, und wieder Kontrastmittel und also es ist furchtbar, ja. Also man wird ja nur gequält, ja. Also das ist einfach kein Leben mehr. Aber man hat die Chance, immerhin ist es eine Chance, danach vielleicht über einen langen Zeitraum ein fast normales Leben wieder führen zu können. Ja, das ist auch wieder das Problem. Ja, ich bin ja jetzt seitdem die Hepatitis C bekannt ist, bin ich Rentner. Und ich meine, ich habe ein wunderschönes Leben vorher gehabt, ja. Hab die ganze Welt gesehen und bin weit rumgereist, ja, alles beruflich auch teilweise. Und ich sage mir einfach, ich bin jetzt ein Wrack, ja. Was will ich noch großartig, ja? Also ich habe nicht mehr allzu viel zu erwarten, ja. Und dann sage ich mir lieber die Augen zumachen und dann habe ich meine Ruhe, ja. Würde ich nicht so negativ sehen, Ela. Ich meine, du hast einen Sohn, der dich wahrscheinlich sehr lieb hat. Ja. Und für den du auch da sein möchtest und solltest. Ja. Und wenn es wirklich eine reelle Chance gibt und die Ärzte auch wirklich sagen, dass die Grundkonstellationen ganz gut sind, ist es doch ein Versuch wert, das zu machen. Und vielleicht wirst du hinterher denken, gut, dass ich es gemacht habe. Ja. Und es kann ja gut gehen. Es kann, genau. Weil, was hast du zu verlieren? Wenn du jetzt nichts tust, hast du... Dann habe ich aber die ganze Quälerei nicht gehabt. Mhm. Ja. Mhm. Und
durch diese Mangel getreten zu werden. Und hier nochmal, dann machen wir da und dann da noch eine Kanüle rein. Das sind alles furchtbar. Ja. Für mich sind das Dramen. Ja. Liebe Ela, das tut mir jetzt sehr leid. Ich muss dich jetzt hier mal kurz abbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Bis gleich. Tschüss. Danke, Jürgen. In der Technik, ihr Lieben, war Matthias Neef und morgen heißt unser Thema Schüchtern und gehemmt. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.